Die Aria wurde 2014 in uraufgeführt. Seitdem hat sich ja in Deutschland einiges verändert. Die AfD sitzt mittlerweile im Bundestag. Was glauben Sie, woran liegt das? Warum hat sich das? Warum haben die Leute jetzt auch das Gefühl, sie können mit ihrer rassistischen Meinung auch an die Öffentlichkeit gehen? Naja, es fing irgendwann mal an, als die Geflüchteten ja zu uns kamen, was ich aber nicht schlimm finde, ja, weil ich finde, das ist unsere Pflicht, auch Menschen aufzunehmen. Und ja, damit haben sie sich etwas geschaffen, die Rassisten haben sich damit etwas geschaffen, was manchen Menschen Angst macht, ja. Und jetzt arbeiten sie mit dieser Angst. Also sie versuchen, Leuten einzureden über Propaganda in den sozialen Medien oder sonst wo auf ihren Veranstaltungen. Sie versuchen, den Menschen Angst zu machen, dass das eben was Schlimmes ist, dass hier Menschen mit einer anderen Hautfarbe oder mit einer anderen Religion leben. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Stellen Sie sich mal vor, ein kleines Kind sagt, Mami, Mami, unter meinem Bett, da sitzt ein Monster. Wenn man normal drauf ist, sagt man, Kind, komm, ich nehme dich in die Arme, du brauchst keine Angst zu haben. Ein Rassist würde sagen, nee, da sitzen drei. Das ist das, was einfach anders ist. Bei Populisten, bei Rassisten, bei auch manchen Parteimitgliedern der AfD, muss man leider auch sagen. Mhm. Und das finde ich einfach sehr, sehr schlimm, weil es ist unmenschlich. Es jagt Menschen in Schrecken ein und die müssen ja tagtäglich mit diesem Schrecken leben. Ja. Und die kommen da auch nicht raus, weil sie natürlich genauso wie jeder andere auch ein Smartphone haben, das morgens aufmachen und gucken, was kriege ich jetzt für News. Wenn man aber in dieser Hate Society ist, dann kommt da eben nur, da kommen dann nur Schreckensnachrichten, da kommt dann nur Mord und Totschlag und sonst was. Und das ist eben das, was so schlimm ist. Ja. Und ich denke, dass diese Menschen da überhaupt irgendwie nicht rauskommen. Ja.